unausgeglichen. Scorpion. Kann sie nicht stoppen! Wieso? Unsere Pläne erfordern, dass ihr lebt. Jade? Was ist passiert? Ich starb vor meiner Zeit. Genau wie ihr aufgrund von Raidens Inkompetenz. Du wiegelst uns nicht gegen ihn auf. Wir kennen unsere Tode. Unser Unvermögen ist daran schuld. Ihr wurdet getäuscht, Liu Kang. In Wahrheit hat Raiden euch ermordet. Lord Raiden macht vielleicht Fehler, aber er ermordet nicht seine Anhänger. Ist es kein Mord, einen unvorbereiteten Krieger in den Tod zu schicken? Raidens Fehler kostete euch das Leben, Kum Lao. Fight! Ich mag dein echtes Ich lieber. Ich
Die Drachengrotte liegt dort. Wenn die nächsten Wiedergänger wir selbst sind, was dann? Dann kämpfen wir, Kung Lao. Götterälteste, ich suche euren Rat. Die Reiche sind in Gefahr. Die Gefahr ist für wahr ernst, Raiden. Jedes Leben wird in einem temporalen Armageddon ausgelöscht. Selbst wir Götterältesten, unsere Macht schwindet bereits. Ich werde kämpfen, Cetrion. Doch wie? Du musst Kronikas Schloss finden und die Kontrolle über ihr Stundenglas übernehmen. Nur dann wird der Lauf der Zeit wiederhergestellt. So wird es geschehen. Sprich zu uns, Raiden. Diese Zeitfusion hat mir meine Zukunft offenbart. Dass meine Champions fallen. Dass ich zum Tyrannen werde. Wenn Kronika bezwungen ist, bin ich dann an diese dunkle Zukunft gebunden? Die Wiederherstellung der Zeit wird nicht dein Schicksal bestimmen. Du formst es selbst. Würde es was bringen, dich zu bitten, die zurückzulegen? Sie sagten, ihr würdet kommen. Sag wer? Was glaubst du, Kung Lao? Willkommen in eurer Zukunft. Bedankt euch bei Raiden. Unsere Zukunft mag tragisch sein, aber das ist nicht Lord Raidens Schuld. Allein Shinnoks Unheil hat euch beide verändert. Shao Kahn brach mir in der Arena das Genick. Raiden hat es kommen sehen und nichts unternommen. Ich hätte Shao Kahn besiegt, aber Raiden wollte den Ruhm selbst. Sein Blitz hat mich niedergestreckt. Nein, das glaube ich nicht. Eines Tages wird Raiden dich verraten. Dann wirst du es glauben. Du verbreitest nur Shinnoks Lügen. Du hast Lord Raiden angegriffen und er hat sich verteidigt. Er tat es lediglich zum Schutz des Erdenreichs. Zum Schutz? Raiden versklavt das Erdenreich. Wie konnte ich nur jemals so blind sein wie du? Fight! Come on.
Geht's nur mir so? Oder sagen Sie vielleicht die Wahrheit? Zerbrich dir später den Kopf. Wir haben größere Probleme. Ihr hättet lieber auf eure Wiedergänger hören sollen. Mit dieser Macht wird Kronika die Geschichte neu schreiben. Das war leicht. Ich, Geras, bin ein fester Punkt in der Zeit. Mit jedem Tod und jeder Wiedergeburt werde ich stärker. Die Fiolen. Musterst du mich? Kronika hat ein lebhaftes Interesse an dir. Deswegen rekrutierte sie dein Wiedergänger selbst. Diene ihr, und sie wird dich segnen. Fight! Die Fiolen. Musterst du mich? Kronika hat ein lebhaftes Interesse an dir. Deswegen rekrutierte sie dein Wiedergänger selbst. Diene ihr, und sie wird dich segnen. Fight! Den Drachen erweckt.
Ich bin bereits gesegnet. Ihr Shaolin-Mönche übertrefft wirklich euren Ruf. Ich achte euren Kampfgeist. Doch Kronikas Wille muss unbedingt geschehen. Sie am Leben zu lassen, wäre gefährlich. Wenn sie sterben, verschwinden mit ihnen auch ihre Wiedergänger. Wir brauchen sie zur Verteidigung des Turms. Und wieder einmal, Liu Kang, hast du das falsche Schicksal gewählt. Die Untotenarmee des Unterreichs beschützt den Turm, während ich am Werk bin. Shao Kahn, wann lieferst du die Außenweltarmee? Bald. Sie wird mir gehören, sobald Kotal tot ist. Und was hast du erreicht, Sektor? Die Cyberlink-Quay-Fabrik wird nach deinen Anforderungen modifiziert. Die Produktion übertrifft die Erwartungen. Lord Raiden, was haben Sie gesagt? Wir müssen Kronika finden und ihr die Kontrolle über die Geschichte entreißen. Gelingt uns das, kann sich unser Schicksal ändern. Es stimmt also, was man uns sagte? Du warst in unseren Tod verwickelt? Ja. Wäre die Zeitlinie weitergelaufen, hätten meine Entscheidungen zu eurem Tod geführt. Doch die Götterältesten versichern mir, dass eine solche Zukunft vermeidbar ist. Das ist nur eine von vielen möglichen Zeitlinien. Es fällt schwer, das alles zu glauben. Sei beruhigt, Kung Lao. Ich weiß jetzt, was kommen könnte. Ich werde keinem von euch Schaden zufügen. Ihr habt mein Wort. Danke, Lord Raiden. Wir müssen Kronikas Turm finden und angreifen. So erbittert und schnell wie möglich. Bevor alles verloren ist. Was weißt du über Kronikas Auswirkungen aufs Erdenreich? Wir haben weltweit Orte mit schwerwiegenden temporalen Anomalien. Das Bild ist noch verschwommen. Unsere Kleine hat's drauf, oder? Bisher erkennen wir den Muster. Cage, ich bin nicht deine Sonja. Sorry, das kann man schnell vergessen. Wir konzentrieren uns auf Angriffe aus dem Unterreich in Verbindung mit Zeitanomalien. Hilfreich. Aber wir haben mehr Sorgen als nur das Unterreich. Das haben wir. Großmeister Sub-Zero meldet schwere Verluste bei seinen Lin Kuei. Durch die Zeitfusion wurde sein alter Feind Sektor wiederbelebt. Sektor? War er nicht der Großmeister, der vor Jahren die Lin Kuei versklavt hat? Genau. Er reaktiviert und verbessert die Fabrik, die er gebaut hat, um die Lin Kuei in Cyber-Tötungsmaschinen zu verwandeln. Zweifellos, um neue und noch mächtigere Cyber-Lin Kuei zu erschaffen. Vielleicht will Kronika sie nutzen. Und Sub-Zero? Schon losgezogen, um die Fabrik stillzulegen. Großmeister Hasashi begleitet ihn. Großmeister Hasashi? Hanzo Hasashi? Gehör lässt dich im Stich, Sub-Zero. Ich habe dich an deinen Schritten erkannt, Hanzo. Wo ist Sektor?
Ich lasse nicht zu, dass er nochmal meinen Clan bedroht. Die alte Fabrik für Cyberlin Quai war stillgelegt, vergraben unter diesem Steinbruch. Bis zur Unterbrechung der Zeit. Nun ist Sektor zurückgekehrt und hat sie reaktiviert. Er stellt eine Armee auf, indem er Lin Quai-Krieger aus meinem Tempel verschleppt und bearbeitet. Verstehe, warum du mich brauchst. Wir könnten durch den Tunnel hineingelangen. Ein Frontalangriff wäre jedoch... blutig. Unnötig gefährlich. Es gibt noch einen Eingang, weniger bewacht. Und der Rest deines Plans? Drinnen werden wir Hilfe holen. Wir rächen deinen Clan. Er wurde unfreiwillig umfunktioniert. Deaktivieren wir die Verhaltenshemmer, unter deren Kontrolle er steht. Wendet er sich gegen Sektor? Alle Cyberlin Quai sind mit einem Netzwerk verbunden. Cyrex kann sie von innen ausschalten. Wer ist die Frau? Das weiß ich nicht. Versuch, Cyrex auszuschalten. Er ist der Schlüssel. Wir brauchen weitere Kandidaten für die Cyberisierung. Wie lange dauert es nach Lieferung bis zur nächsten Generation? Hast du dich mit Sektor verbündet? Er hat die Lin Quai korrumpiert. Du hast unseren Clan korrumpiert, als du Frieden mit den Shirai Ryu geschlossen hast. Mit Kronikas Hilfe werde ich die Ehre der Lin Quai wiederherstellen. Halte Cyrex am Leben. Wir brauchen ihn. Es gibt keine Zukunft, in der du Anführerin der Lin Quai bist. Du hast immer an mir gezweifelt, Sub-Zero, mich klein gehalten. Kronika erkennt mein wahres Potenzial. Fight! Noch Zweifel?
Du machst dir was vor, Frost. Ich widme mich Cyrex. Man wird dich zwingen zu dienen. Das habe ich schon durch, Cyrex. Nie wieder. Fight! Sklave sein. Schnell, bevor mehr Cyberlin Quay kommen. Die Initialisierung dauert etwas. Sektor, zeig dich, los! Seelensturm. Quan Chis Schöpfungen sterben nicht so leicht. Chronika bittet mir die Leitung eines neuen Clans an. Sein Leben wird die Reiche verdunkeln. Überlass Vira mir. Du hast mich immer nachgemacht, aber du gibst einen schlechten Großmeister ab. Ich wahre die Prinzipien der Lin Kuei. Du wohl nicht. Fight! Ha!
Wir sind vom selben Blut, aber keine Brüder. Nein, er riss mein Herz heraus. Mach mich zu einer Maschine. Deine Seele ist intakt, Cyrex. Vertrau mir. Ich spreche aus Erfahrung. Kuai Yang, bist du das? Du siehst so alt aus. Und Scorpion? Das klären wir später. Erstmal haben wir dasselbe Ziel. Die Cyberlink Quay vernichten. Wir brauchen deine Hilfe, Cyrex. Ich kann ihr Kommunikationsnetzwerk lahmlegen. Ich fahre die Fabrik herunter und dann mit jedem verbundenen Cyberlink Quay. Frost hat mich gewarnt, dass ihr euch verbündet habt. Eine solche Ehrlosigkeit hatte ich dir nicht zugetraut, Sub-Zero. Hilf, Cyrex. Sektor gehört mir. Ich holte mir schon mal deinen Kopf, Sektor. Ich werde es erneut tun. Diese Vergangenheit gibt es nicht mehr. Die Cyberlink Quay werden Kronikas neue Ära einleiten. Fight! Das ist nicht das Ende. Ich finde einen Weg, dich wiederherzustellen. Alles ist möglich. Hanzo und ich sind der lebende Beweis. Bitte, bring mich nicht als Maschine zurück. Ich kann so nicht leben. Maschine oder Mann, du hast die Seele eines Kriegers. Solange ich Großmeister bin, bist du bei den Lin Kuei willkommen. Dann bis zum nächsten Mal. Kronika bekommt jede Hilfe, die sie braucht. Doch ohne Details kein Preis. Du wirst schon sehen. Kannst du ihn wiederherstellen? Schäden am Rahmen. Schaltkreise sind okay.
Anscheinend hat jemand die Software gelöscht. Das wird nicht billig. Kann ja nach der Reparatur repliziert werden. Hundertfach. Tausendfach. Sehr ambitioniert. Mit der richtigen Hilfe schaffen wir's. Dient Kronika. Und sie wird für euch sorgen. Stimme zu. Vertrau mir. Wem sonst kannst du vertrauen? Das war ernst gemeint. Wie ein Spiegel, der Vergangenes reflektiert. Sieh mal einer an. Über 50 und immer noch in Form. Da wäre noch die Sache mit der Bezahlung. Werden in der neuen Ära bezahlt. Kronika wird dafür sorgen, dass der schwarze Drache sich durchsetzt. Nicht nur auf dem Schwarzmarkt. Auf jedem Markt. Okay. Dann lass uns loslegen. Dein Dad schon erreicht? Immer noch kein Netz. Ich hasse es, so weit weg zu sein. Dad muss die Wände hochgehen. Hab Geduld. Du kommst noch durch. Ich weiß, dass mein Dad lebt, aber es ist, als ob man einen Geist sieht. Mir geht's auch so. Aber sie sind keine Geister, sondern real. Könnte das noch seltsamer werden? Schon. Jackson Briggs. Hab keine Angst. Ich möchte dir ein neues Leben bieten. Ein besseres Leben. Sehr großzügig. Dabei kennen wir uns nicht mal. Du kennst mich nicht. Aber ich dich. Ich weiß, du hast tapfer gedient. Und schrecklich gelitten. Das hatte ich so nicht vorgesehen. Vorgesehen? Du hättest ehrenhaft aus dem Dienst ausscheiden sollen. Viele Jahre später, als General Jackson Briggs. Wichtiger noch, deine Tochter hätte weder dienen, noch dieselben Tragödien durchleben sollen. Dein Haus sollte voller Enkelkinder sein. Hilf mir. Und es geschieht. Oh.
Auch die längst ausgestorbenen Tarkatana sind zurück. Shao Kahn wird sie suchen. Er ist auf ihre Macht angewiesen. Kotals Speer haben Tarkatana-Krieger zu Kaitins verlorenem Schwarm zurückverfolgt, der Heimat Devoras. Da sie an Shao Kahns Flucht beteiligt war, fangen wir dort an. Berichte, was du erfahren hast. Ich muss mich mit den Götterältesten beraten. Wann geht's los? Auf dich warten andere Pflichten, Prinzessin. Gewinne Königin Shivas Unterstützung. Sie ist entscheidend beim Kampf gegen Kronika und Shao Kahn. Sicher kannst du... Königin Shiva vertraut mir nicht. Seit meinem Kampf mit Goro tut das kein Shokan. Shiva war deine Meinung stets am wichtigsten. Erfährt sie, dass du Kotal unterstützt, schließt sie sich uns an. Wenn es meine Pflicht so verlangt. Danke, Prinzessin. Bist du meine Freundin oder seine Gefährtin? Das war meine Idee, Kitana. Es ist in deinem Interesse. Wenn du bei Shiva Erfolg hast, wird die Kotal seine Treue schwören. Für Oshtek wie ihn gibt es keine heiligeren Bande. Ich erinnere mich, wie wir alleine so ausritten. Als Khan der Außenwelt veränderte sich mein Leben. Du dich zum Glück aber nicht. Du hast dich wirklich nicht sehr verändert in all diesen Jahren. Du bist immer noch der edle Krieger, den ich an Shao Kahns Hof kennengelernt habe. Nun bist du Khan. Erstaunlich, dass bisher noch keine Frau deine Königin geworden ist. Viele haben es versucht. Und sie sind gescheitert? Wieso? Sie waren nicht du. Frische Spuren führen zum Schwarm. Wenn Shao Kahn dort drin ist, wird er schwer zu finden sein. Die Tunnel sind endlos. Setzt sie in Brand. Wenn er sich versteckt, räuchern wir ihn aus. Kotal, wir wissen nicht, wer noch da drin ist. Freundschaft mit nichts tauschen. Wie jämmerlich, dass du die Versklavung wählst. Sie und ich kämpfen Seite an Seite gegen Shao Kahn.